Dann eine Klinik, da hatten wir dann sogar ein Erstgespräch vereinbart online bei einer Ärztin und dann kam irgendwie eine Stunde später der Anruf. Da hieß es dann, ja, genau die Ärztin behandelt leider keine gleichgeschlechtlichen Paare. Hi, ich bin Melis und ihr seid hier bei Ultraviolet Stories, dem Kanal, wo wir eure Geschichten erzählen. Heute treffe ich Jasmin und Lisa. Die beiden versuchen seit 2 Jahren ein Kind zu bekommen. Und morgen geht's für die beiden in die Kinderwunschklinik. Dort wird Jasmin zum 5. Mal ein Embryo eingesetzt. Hi, ich bin Melis. Hallo. Hallo Lisa. Hallo, schön. Die Behandlungskosten tragen sie als komplette Selbstzahlerin. Lisa war immer sehr optimistisch, hat sich gar nicht viel Gedanken um den Kinderwunsch gemacht. Ach ja, wir bekommen dann irgendwann Kinder. Und ich habe dann irgendwann schon gedacht, so, ja, wir werden jetzt 30, vielleicht könnte man so langsam mal sich Gedanken darüber machen. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem 5. Embryotransfer. Das ist dann unser 19. Versuch insgesamt. Ich darf Jasmin und Lisa in die Kinderwunschklinik zu ihrem Embryotransfer begleiten. Also, was wir uns erhoffen, ist, dass sich mindestens eins von den Embryonen einnistet und wir dann ja, in ein paar Tagen einen Test machen können und schwanger sind. Schon von Anfang an ihrer Beziehung haben Jasmin und Lisa über ihren Kinderwunsch gesprochen. Dass sie beide schwanger seien, ein Kind austragen sowie gebären möchten. Doch sie haben sich das Ganze auch viel leichter vorgestellt. Was würdet ihr denn sagen, vor welchen Problemen steht ihr als gleichgeschlechtliches Paar, was euren Kinderwunsch angeht? Also zum einen haben wir am Anfang nicht so wirklich viele Informationen gefunden, wo irgendwie mal aufgelistet war, welche Klinik behandelt überhaupt gleichgeschlechtliche Paare. Wobei wir auch vorher bei einer Frauenärztin noch 2 Inseminationen gemacht haben und das Gefühl hatten, die nutzt uns da unsere Situation finanziell aus. Habt ihr ja eure ganzen Unterlagen drin? Ja, genau. Also ein Teil, das ist jetzt nicht alles. Habt ihr denn in der Klinik, in der ihr jetzt seid, Diskriminierungserfahrungen gemacht? Es sind nur so Kleinigkeiten, in denen man erkennt, dass die Klinik oder auch andere Kliniken jetzt noch nicht auf uns als gleichgeschlechtliches Paar aufgestellt sind. Ne? Oder zum Beispiel jetzt hier Formulare, ne? Wo dann irgendwie noch Patient und Patientin steht, ne? Oder manchmal auch Mann und Frau. Genau. Okay. Die beiden hatten sich für eine bestimmte Kinderwunschklinik entschieden. Doch um dort behandelt zu werden, mussten sie erst einmal heiraten. Wir hätten irgendwann wahrscheinlich auch so geheiratet, also nicht nur wahrscheinlich, ziemlich sicher. Aber ich glaube, also Lisa war so, hätte mich auch schon nach einem Jahr geheiratet. Warum müsst ihr denn für die Klinik unbedingt verheiratet sein? Ganz genau wissen wir es auch nicht. Ich glaube, dass die Kliniken sich irgendwie rechtlich absichern wollen. Ne, durch die Hochzeit, dass man eben auch zu zweit ist. Ich kann dazu mit der Chefärztin Professor Dr. Mandy Mangler sprechen. Was muss man denn erfüllen, um in einer Kinderwunschklinik behandelt zu werden? In einer Kinderwunschklinik wird erstmal prinzipiell jede Person behandelt, beziehungsweise kann sich jede Person vorstellen. Es gibt da aber Unterschiede zwischen den Philosophien der Kinderwunschkliniken. Das liegt daran, dass natürlich auch ÄrztInnen ganz unterschiedlich sind, also unterschiedliche Vorstellungen haben, auch von Konzepten selber eben vielleicht gleichgeschlechtlich sind oder eher konservativer und dann eben diese Wertevorstellung natürlich auch in das Berufsbild eingeflochten wird. Gibt es denn Unterschiede bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Samenspende ist bei heterosexuellen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, da ist so ein kleiner Passus, dass das stabile Partnerschaften sein sollten. Und deswegen haben manche Kinderwunschzentren dann den Wunsch, dass es verheiratete Paare sein sollen. Was sagen Sie denn dazu, dass gleichgeschlechtliche Paare fast gar keine finanzielle Unterstützung bei der Kinderwunschbehandlung bekommen? Ja, das ist nicht schön. Es gibt keinen Grund für uns als Gesellschaft zu werten, wie Sexualität gelebt wird, wie ein Lebenskonzept gelebt wird. Gibt es überhaupt gar keinen Grund, da einen Unterschied zu ziehen. Immerhin haben wir während unserer weiteren Recherche herausgefunden, dass in 4 Bundesländern seit 2021 Frauenpaare vom Bund unterstützt werden. Doch ist der Zuschuss weit unter dem von heterosexuellen Paaren, die von Krankenkassen bezuschusst werden. Unterstützung, die man beantragen kann oder so, gibt es für uns jetzt nicht. Ja, krass. Auch ganz egal, ob wir eine Diagnose haben, ne, oder eben nicht. Generell gilt, damit Krankenkassen sich an den Kosten beteiligen, muss eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert sein. Und man muss
in der Regel auch verheiratet sein. Somit können homosexuelle Paare, trans- und intergeschlechtliche Menschen, Single-Eltern oder Co-Parenting-Teams sich nicht auf eine Bezuschussung verlassen, denn die Voraussetzung dafür ist die Ei- und Samenzelle eines Ehepaars. Eizellenspende und Leihmutterschaft sind in Deutschland ausgeschlossen. Und Frauen und Männer unter 25 Jahren erhalten auch keine finanzielle Unterstützung. Die Pressesprecherin von Lisas Krankenkasse teilt uns dazu Folgendes mit. Im Gesetz heißt es, die Leistungen der Krankenbehandlung umfassen medizinische Maßnahmen zur Herbeiführung einer Schwangerschaft, wenn die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verheiratet sind und ausschließlich Ei- und Samenzellen der Ehegatten verwendet werden. Für das Beispiel von gleichgeschlechtlichen Paaren bedeutet dies, dass hier entweder Ei- oder Samenzellen des Ehegatten fehlen. Nur eine Spenderin oder ein Spender für Ei- oder Samenzellen in Frage kommt und somit nach dem Gesetz kein Anspruch auf Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung besteht. Die Krankenkassen müssen die Kosten einer künstlichen Befruchtung bei gleichgeschlechtlichen Ehepaaren also nicht tragen. Das Gleiche gilt auch für heterosexuelle Paare, die auf fremde Samen oder fremde Eizellen angewiesen sind. Da geht quasi schon fast ein ganzes Monatsgehalt dann eben für den Kinderwunsch drauf. Und insgesamt sind wir bei knapp über 40.000 Euro, 42.000 ungefähr. Zusammengerechnet für alle, also die ganze Kinderwunschbehandlung jetzt die 2,5 Jahre. Gespart ist, was dafür schon ordentlich draufgegangen ist. Und man guckt halt so, also dadurch, dass wir voll arbeiten gehen, können wir es uns so einigermaßen leisten. Aber das ist halt auch so viel Geld, was man denkt, was könnte man davon alles Schönes machen, auch fürs Kind oder für die Kinder. Mhm. Ja. Und es ist auch irgendwie, finde ich, schade, dass es ja vom Geldbeutel abhängig ist, ne? Ob man sich eben die Kinderwunschbehandlung leisten kann oder nicht. Ein Teil der Kosten machte auch die Samenspende aus. Ja, wir haben uns erstmal so informiert, welche Möglichkeiten es gibt, also welche Samenbanken, ne, beispielsweise, wo man Spender auswählen kann und auch welche Informationen man zu denen bekommt. Ne. Das war uns schon wichtig, dass wir da möglichst viele Informationen haben, ne, die wir unserem Kind dann auch später geben können. Ne, weil es ist krass. Das auf jeden Fall natürlich schon wissen auch. Ne, wir wollen da von Anfang an offen mit umgehen und auch möglichst viele Infos haben, ne, dass wenn das Kind Fragen hat, dass wir die auf jeden Fall auch beantworten können. Wenn ihr jetzt irgendwie sagen würdet, darauf haben wir besonders Wert gelegt, was wäre das? Wir haben schon erstmal so ein bisschen geschaut, dass es jetzt zum Beispiel von der Haarfarbe so ungefähr passt. Ne? Also da wir beide gern ein Kind austragen möchten, auch vom selben Spender, wenn möglich, wäre ganz schön, dass sie eben auch genetisch wirklich Halbgeschwister sind. Gut, also hier kann man beispielsweise den Brief sehen des Spenders, ne, was er so geschrieben hat an die werdenden Eltern oder Mutter oder eben auch ans Kind. Warum ist es euch denn so wichtig, die biologische Mutter von dem Kind zu sein? Also es ist uns gar nicht so wichtig, würde ich jetzt erstmal sagen. Also wenn Lisa das Kind bekommt, bin ich ja biologisch auch eigentlich nicht die Mutter, aber es ist für mich trotzdem das eigene Kind. Aber ja, Adoption jetzt zum Beispiel, werden wir ganz oft darauf angesprochen, wollt ihr nicht einfach adoptieren? Ja, nee, wir haben schon irgendwie auch den Wunsch, wirklich schwanger zu werden, eigentlich beide auch. Und ja, wir würden das jetzt nicht komplett ausschließen, aber wir haben ehrlich gesagt noch gar nicht wirklich über Adoption gesprochen. Möchte ich auch ehrlich gesagt noch gar nicht. Dafür bin ich, glaube ich, vielleicht auch einfach zu optimistisch, dass es klappt. Also ihr seid ja jetzt verheiratet. Seid ihr denn dann automatisch auch beide die Mütter vom Kind? Dadurch, dass Lisa eine Frau ist, ist sie nicht Mutter unseres Kindes, genau. Und das Kind ist dann rechtlich nicht abgesichert. Bei einem Heteropaar, das verheiratet ist, ist der Ehemann automatisch der Vater in der Geburtsurkunde. Diese Stiefkindadoption ist eben eigentlich auch gar nicht auf unsere Situation angepasst. Ne? Ein super diskriminierendes Verfahren irgendwie auch, ne? Wo man alles Mögliche, auch Persönliche, auf den Tisch legen muss. Genau, man muss auf jeden Fall Lebensberichte schreiben, ne? Also Lisa vor allem auch über ihre Kindheit schreiben, über die Beziehung zu Eltern, über Ex-Beziehungen, über ja, alles Mögliche. Was habt ihr denn schon alles auf dem Weg zu eurer Regenbogenfamilie ausprobiert? Also wir haben bei mir gestartet bei der Frauenärztin mit zwei IUIs. IUI bedeutet intrauterine Insemination und ist das Einbringen von Spermien in die Gebärmutterhöhle mithilfe eines Katheters. Homologe Insemination ist die Verwendung von Sperma des Ehemannes, Partners. Heterologe donogene Insemination ist die Verwendung von Sperma eines Samenspenders. Die Erfolgswahrscheinlichkeit bei Frauen unter 37 per Insemination schwanger zu werden, liegt bei 15%. Und
Die Methode haben wir dann noch 8-mal danach sozusagen in der Kinderwunschklinik, wo wir jetzt in Behandlung sind, auch bei mir angewandt. Na, bei 9 hat es nicht geklappt, bei einem schon. Da hatten wir dann einen positiven Schwangerschaftstest, das hat aber leider nicht so lange gehalten. Mhm. Und dadurch, dass wir eh beide ein Kind möchten, austragen möchten und wir beide gesagt haben, eigentlich total egal, wer zuerst das Kind bekommt, habe ich gesagt, dann lass uns doch jetzt einfach mal zu dir wechseln, damit ich psychisch und auch körperlich irgendwie ein bisschen entspannter bin. Bei mir haben wir auch insgesamt 4 Inseminationen gemacht. Okay. Und bei mir hat auch die zweite geklappt dann tatsächlich. Bis zur 6. Schwangerschaftswoche waren wir dann auch schwanger, hatten dann leider eine frühe Fehlgeburt. Okay. Ja, das war dann erstmal schwierig für uns, vor allem weil das so auch das zweite Mal schon war. Ne? Im Nachhinein denken wir ja, gut, jetzt wissen wir immerhin, dass es klappen kann. Ne? Und dann haben wir gesagt, so, wir möchten jetzt irgendwie die Methode wechseln, ne? Dass die Wahrscheinlichkeit einfach steigt und sind dann quasi zu einer IVF, also künstlichen Befruchtung, gewechselt. Bei der IVF, In-vitro-Fertilisation genannt, werden der Frau unter Narkose Eizellen aus dem Eierstock entnommen. Diese werden im Labor mit den aufbereiteten Spermien zusammengebracht. Nach erfolgter Befruchtung werden 1 bis 2 Embryonen ohne Narkose wieder in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. Das ist der Embryonentransfer. Die Geburtenrate bei Frauen unter 40 Jahren liegt bei durchschnittlich ca. 20%. Und da hatten wir jetzt 4 Embryotransfere, mal mit einem Embryo, mal mit auch 2. Und die haben jetzt aber alle nicht geklappt, also da gab es auch keine Einnistung. Und jetzt geht's weiter mit dem 5. Embryotransfer. Das ist dann unser 19. Versuch insgesamt, also schon. Wie habt ihr euch denn in der ganzen Zeit gefühlt? Ja, also es war schon echt schwierig, weil wir uns schon sehr gefreut haben natürlich. Ne? Also wir hatten dann die Hoffnung, es war dann der 12. Versuch und dann dachten wir, okay, jetzt hat es dann endlich mal geklappt. Ne? Auch da war es schon irgendwie eine große Belastung für uns. Aber das beschreibt halt so ein bisschen die ganze Reise, dieses so auf und ab und immer wieder, auch man freut sich und ist super und dann ist es wieder so ein Sturz sozusagen. Kann sich auch nicht wirklich ablenken, ne? Und das ist einfach so psychisch einfach irgendwie anstrengend, ne? Weil es so eine Daueranspannung. Also ich darf euch ja morgen bei dem Weg zur Kinderwunschklinik begleiten, wo du dann den Embryotransfer bekommst. Wir hatten insgesamt 8 befruchtete Eizellen und 4 wurden direkt eingefroren und die wurden jetzt aufgetaut, gestern. Und da haben wir heute den Anruf bekommen, dass sie auch beide das Auftauen überstanden haben, überlebt haben und ganz gut aussehen. Habt ihr denn dann irgendwie so, keine Ahnung, ein Ritual oder sowas, wo ihr euch dann auf so einen Termin vorbereitet? Kurz vor den Termin besprechen wir nochmal, was passiert denn jetzt und wie machen wir das am besten. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wenn beide sozusagen noch im Rennen sind, beide Embryonen, dass wir uns dann auch beide einsetzen lassen. Und ja, dann schauen wir mal. Dann heißt es abwarten, hibbeln und ja, mal die Däumchen drücken. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja, das ist dann jetzt der Weg dahin, dann kurz bevor es losgeht. Ja, Lisa kann auch gleich leider nicht mit rein. Genau, das ist halt auch mal was mich so ein bisschen traurig macht. Aber deswegen will ich halt mitfahren, damit ich so nah wie möglich bin. Du bist dann auch wach dabei? Ja, genau. Also es ist ohne Narkose oder so. Okay. Das ist eigentlich auch schmerzfrei. Ja? Ja, ich lasse die beiden jetzt mal alleine und drücke auf jeden Fall sehr, sehr doll die Daumen. Was passiert denn jetzt da drin? Jetzt wird noch mal ganz kurz mit der Ärztin gesprochen, aber wirklich, das dauert meistens auch nur ein paar Sekunden. Und dann bekommt sie die Information, ob die beiden Embryonen gut sind und ob die dann eingesetzt werden können. Ich bin total aufgeregt, weil ich diesen Prozess jetzt an sich so auch noch nicht hatte. Also ich war noch nicht in dem OP-Saal von dort, weil bei mir waren halt die IUIs, die waren halt ganz normal im Behandlungszimmer, sage ich jetzt mal. Und ich stelle mir natürlich so ein bisschen einen Raum vor, wie sieht das da jetzt aus, wo ist das Labor, dann wird das irgendwie da durchgereicht, ist ja alles total klein und es ist dann schon irgendwie komisch, dass ich das halt nicht miterleben darf. Und nach nur 15 Minuten kommt Jasmin wieder zurück. Das ist ein Bild. Hier quasi, da wo der weiße Punkt ist, ja. Da ist so, da sind die Embryonen drin. Also es ist so eine Nährlösung. Ne? Die Embryonen sind so klein, dass man die nicht sieht. Aber das ist jetzt quasi meine Gebärmutter. Okay. Und in dem Punkt sind die jetzt drin. Ach krass. Die beiden. Ja, krass. War auch alles gut. War cool, dass du ein Bild bekommen hast. Ja, doch. Also man sieht sie jetzt zwar nicht, aber man weiß zumindest, wo sie sind. Ich habe sofort erkannt. Genau. Wie geht's dir denn jetzt?
Ja, ich bin ein bisschen erleichtert, auch jetzt zu wissen, dass alles in Ordnung war, dass die, ja, dass die Embryonen beide ganz gut waren. Und ja, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es klappt diesmal. Und was sind jetzt die nächsten Schritte? Wir sollen in 11 Tagen zum Bluttest kommen, beziehungsweise ich. Und wir bekommen dann nachmittags einen Anruf, mittags, ob es geklappt hat oder eben nicht. Wir können aber selbst vorher eben auch einen Schwangerschaftstest machen. Drück die Daumen, Leute. Ja, danke. Macht's gut. Ja, du auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. In 11 Tagen wissen die beiden dann Bescheid, ob es diesmal geklappt hat. Und ich werde dann nochmal mit den beiden sprechen. So, ich war heute nach meiner Arbeit in der Kinderwunschklinik und es wird Blut abgenommen. Morgen bekommen wir dann das Testergebnis. Also dann wissen wir, ob wir schwanger sind oder nicht. Morgen Mittag wird da der Anruf kommen und ich bin schon echt nervös mittlerweile. Die letzten Tage ging es noch, aber jetzt ist echt, ja, wieder echt aufregend. Ja, und ich habe tatsächlich echt Angst vor dem Ergebnis, also einfach weil, keine Ahnung, schon so oft jetzt der Test negativ war und einfach nicht diese zwei blöden Striche waren und warum sollte es jetzt klappen, ist so ein bisschen mein Gedanke. Ist vielleicht auch so ein bisschen Selbstschutz tatsächlich. Wobei ich wünsche mir es jetzt diesmal nochmal besonders, weil Jasmin morgen Geburtstag hat und was wäre das bitte für ein Geschenk? Ja, also das wäre, glaube ich, das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Und was wir uns auch überlegt haben, ist, dass wir das erstmal für uns behalten wollen, das Ergebnis, ganz so egal, wie es ausgeht, dass wir das erstmal für uns verarbeiten oder ja, uns erstmal einfach zu zweit freuen können, wenn es geklappt haben sollte. Ich finde es super schön, dass die beiden ihre Geschichte mit uns geteilt haben und so mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Und ich bewundere sehr ihr Durchhaltevermögen. Und es ist echt nicht okay, dass vor allem queere Menschen, die einen Kinderwunsch haben, so alleingelassen und dann noch nicht mal finanziell gleichermaßen unterstützt werden. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video von uns, wo es um die Erkrankung Endometriose geht. Und hier geht es zu einem Video von unseren KollegInnen von Dieb und Deutlich. Sie sprechen über die behördlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, denen man sich als lesbisches Paar stellen muss, wenn der Kinderwunsch aufkommt.